So, da sind wir wieder. Oh ja, wir sollten unsere Zäune reparieren. Heute unbedingt. So, erstmal ein bisschen ernten alles. Nein. Nein. Ich habe irgendwo einen übersehen. Hier. Okay. Hier können wir auch ernten. Nein. Was ist denn los? Alles will er essen heute. Genau, ich baue hier mal nichts mehr an. Das wird mir sonst ein bisschen zu eng. Das, was noch da ist, gieße ich natürlich. Aber sonst, kommt hier nichts Neues mehr. Na. So, das einmal auffüllen. Ja, dann können wir vielleicht irgendwann auch noch Hardwood-Fences machen. Also Hartholzzäune. Aber das, ja, kommt dann später irgendwann. Dafür brauchen wir wieder eine ganze Menge Hardwood. Die halten dann aber auch echt lange, muss man sagen. Aber um an die Menge Hardwood zu kommen, müssen wir erstmal noch ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel auch unsere Axt ein bisschen aufwerten. So, ich mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, wollte ich gar nicht. 11. 12. Okay, 12. So, 12. 7 haben wir noch, ne? So, gucken wir mal. 7. Brauchen wir noch. So, und hier. So. Schon haben wir. Verdammt. Ach ja. Ich mache lieber gleich ein paar mehr. So. Gut. Oh, und unser Maple-Zeug hier ist fertig. Unser Maple Syrup. Das ist richtig gut. Das war doch das, was wir gebraucht haben, ne? Damit können wir nämlich hier Bienenhäuser machen. Die liefern uns Honig. Ist das nicht schön? Gerade mal überlegen, aber nee. Jo, da machen wir es dann auch gleich mal ran. Erstmal, bevor wir es wieder vergessen. Beziehungsweise bevor ich es wieder vergesse. So, da oben sind schon Batterien im Gange. Die werden nicht immer alle voll, aber in der Regel, wenn die von morgens bis abends stehen, doch eigentlich schon. Nein, sollst du ja nicht essen. Sollst deine Hühnchen streicheln. So. Dass sie sich auch geliebt fühlen. Hm? Ganz wichtig. Bei Hühnchen und bei Kindern. Die müssen sich geliebt fühlen. Damit sie auch immer schon Eier produzieren. Na gut, die Kinder jetzt weniger, aber die Hühnchen.
So, mit den Batterien, zumindest mit einer davon, habe ich auch noch was vor. Mit den anderen können wir Lampen bauen zum Beispiel. Das geht. So, was haben wir hier? Salmonberry. In Silber sogar. Gut. Das. Hier kommen mal die rein. Ach nee, haben wir ja schon. 2, 3, 4. Salmonberry. Ich weiß gar nicht, ob wir die verkaufen können. Jetzt haben wir hier noch die Sweet Pear, kommen hier mit rein, genauso wie die Hopfen-Dinger und den Rest können wir eigentlich verticken, außer die Batterien. Das hier, das, das behalten wir auch, das behalten wir, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Okay, guck mal, was brauchen wir denn für die Bienenhäuser? Eisen, viel Kohle und Holz. Eisen, viel Kohle und Holz. So. 1, 2, 3. Gut. 3 hübsche Bienenhäuser. So, das lagern wir wieder ein. Und ich laufe die ganze Zeit mit den Batterien durch die Gegend. Die brauche ich jetzt doch noch gar nicht. So, die Bienenhäuser würde ich gerne... Können wir eigentlich hier hinstellen? So ans Häuschen ran, ne? Kann ich die... drehen irgendwie? Geht das? Right click, left click, Menübar, Journal, Map, up, down, right, left, Inventory, Slots, nee, okay. Na gut. Dann bleiben die so rumstehen. Genau. Da wird jetzt nach und nach Honig produziert. Was eigentlich auch eine echt coole Sache ist. Gut. Hier waren wir auch schon. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die Batterie einsetzen und das, was damit verbunden ist. Dafür brauchen wir die Rainbow Shell. Bin nämlich echt gespannt. Das habe ich in meinem privaten Spiel noch nicht gemacht, weil ich da partout keine Rainbow Shell mehr finde. Dafür habe ich die aufgehoben, ne? So, da haben wir nämlich hier den dunklen Tunnel. Hier ist eine Schranke, wo es nicht weitergeht. Aber hier, das sieht man kaum. Genau. Ein Batteriefach, Sicherungsfach, keine Ahnung. Packen wir mal einen rein. Es funktioniert. Die Lockbox öffnet sich. Drin ist eine Notiz. Deine erste Aufgabe, bring eine Rainbow Shell zur Zugplattform. Lass sie in der Box liegen. Mr. Quee. Ja, jetzt fragt sich natürlich, wer ist Mr. Quee? Genau. Aber wenn wir da hoch sollen, ich glaube, dann fahre ich glatt mal mit der Lore zu den Minen und gehe von hier aus. Ich glaube, es ist ein bisschen kürzer. Genau, es gibt auch Warp-Portale hierhin. Und noch ein paar andere Orte. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Vielleicht, wenn es wirklich mal schnell gehen muss, aber kann mir eigentlich keine Situation vorstellen, in der das so wichtig wäre. So, warte mal. Hallo, Emily. Abigail, nicht Emily. Genau. So, schönes Blümchen für dich. Die Luft ist dick mit Honig und Nektar den ganzen Sommer. Sie fühlt sich fast ein wenig benommen. Schön. Das ist schön für dich. Okay, so, hier brauchen wir die Rainbow Shell. Und höchstwahrscheinlich in diese Box, nehme ich mal an. Warte mal. Genau, ist eine leere Box. You throw the shell in the box. Du wirfst die Shell in die Box.
Okay, und sofort fällt eine Notiz von oben herunter. Gut gemacht. Die nächste Task, place 10 Beats. Inside Mayor's Fridge. Okay, wir sollen 10 Beats beten. Beete, nehme ich mal an. Irgendwelche Beete in den Kühlschrank. Oh, guck mal, hier ist noch ein Kühlschrank. In den Kühlschrank des Bürgermeisters packen. Mr. Kui. So, guck mal. Okay. Ich bin echt gespannt, was da dann rauskommt, letztendlich. So, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal mit dem Bürgermeister anfreunden, dass wir überhaupt mal an seinen Kühlschrank rankommen. Oder? Ich glaube. Beziehungsweise wir müssen auch irgendwoher Beats holen. Ich guck mal eben, was das ist. Das ist, ja, Beete. Wächst im Herbst, okay, das ist gut. Und sonst, ja, können wir im Herbst dann anpflanzen. Mal gucken, wie wir das machen. Ja, was machen wir jetzt noch? Das ist wieder die große Frage. Gut, das sind schon wieder welche kaputt, das kann doch nicht sein. Die gehen jetzt alle kaputt nach und nach. Heute, wenn sie können. An dem Tag, an dem ich sie aufgestellt habe, ungefähr 30 Tage später oder so, glaube ich. Irgendwie so. So, eins und noch eins. Hinten sind auch noch zwei kaputt. Sollte vielleicht doch noch ein bisschen Holz sammeln, ne? Da ist schon wieder einer kaputt. Habt ihr das gesehen? Einfach so aus dem heiteren Himmel. Nein, verdammt. Okay, Sommer geht ja eh nicht mehr lang, von daher kann ich mir das, glaube ich, schon leisten, dass ich da mal ein so ein Ding verliere. So. Ja, was mache ich jetzt hier unten? Ich würde es auch gerade gern wissen. Warum ich jetzt hier runtergegangen bin. Weil ich da grob etwas im Kopf habe. Geht aber nicht auf meinen Plan. Schade. Gucken einfach mal, ob wir noch was foragen können. Sieht aber nicht so aus irgendwie. Doof. Vielleicht übersehe ich es auch nur die ganze Zeit. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Kann ich die Dinger fällen? Nee. Kann ich die auswurzeln? Oder so? Nee. Geht alles nicht. Schade. Hier sind ein paar Würmer. Ein Buch. Schön. Okay, weiter. Da liegt zwar auch nichts rum, ne? Ich weiß nicht, ich fand es toll, wie hier im Sommer die Frühlingszwiebeln gewachsen sind. Die haben zwar nicht viel gebracht, aber man hat sich tierisch gefreut, so ein riesiges Vorkommen von den Dingern zu finden. Aber naja. So, hier ist auch nichts mehr. Na gut. Dann. Gucken wir mal. Wir gucken. Warte mal, ich wollte gerade mal ein bisschen gucken. Weil ich habe ja hier dieses schöne Wiki offen. Spiceberry. Da wird nämlich auch gezeigt, wem man das Zeug schenken kann, dass es gefällt. Robin. Sandy. Okay, die Spiceberry können wir zum Beispiel Pam schenken. Da würde ich jetzt glatt nochmal in die Kneipe gehen und ihr das tatsächlich mal geben.
Einfach weil wir ihr sonst noch nichts gegeben haben. Ach herrje, meine Zäune hier, meine Zäune. Muss ich vielleicht wirklich mal ausbessern. Wie sonst noch was? Irgendwo, irgendwie? Nee. Schade. Ah, doch, Würmer, Würmer. Noch ein Buch. Schön. Hallo Clint. Na du? So, hallo Pam. Okay, Dienstagabend ist hier wenig los. Das hast du gut gemacht, Kind. Dankeschön. Hallo Fremder. Ja, warte mal, Batteries. Vielleicht kann man die auch jemandem schenken. Ah ja, genau. Ja, gibt tatsächlich jemanden, der die liebt. Also der die sehr mag. Das wäre die Nerdige hier. Die nerdige Kleine. Genau, aber. Naja. Ich tue jetzt noch ein bisschen meine Zäune reparieren. Dann gehe ich, glaube ich, auch ins Bett. Schön langsam mal. Hier haben wir alles geforaged, ne? So, und so kann man dann immer mal wieder gucken, zum Beispiel, wenn wir was ernten, ist mir irgendwie gerade so durch den Kopf gegangen, kann man ja mal machen, wenn wir was ernten oder so, mal gucken, wem wir das schenken können. Dann einfach mal immer mal so ein, zwei von den Sachen verschenken. Wäre durchaus nicht blöder, ne? So kann man sich auch durchaus gut mit den Leuten stellen. Und ja, die Entscheidung, wem wir das schenken, habe ich mir gedacht, immer dem, der social-mäßig am weitesten unten steht. So. Ihr seht, wir haben noch viel, viel Arbeit. Penny mag uns, Lea mag uns auch schon. Schön. Jody mag uns, Roman mag uns, Linus mag uns. Ja, der Rest eher nicht so. Ist jetzt eher ungut. Aber naja, man kann ja nicht von allen gemocht werden. Muss man auch gar nicht. Das ist ja eine utopische Vorstellung. Okay, So. Gut. Gut, dann würde ich glatt wieder ins Bett gehen. Gute Nacht wünschen. Guck mal, haben wir was geerntet heute? Ja, doch, ein bisschen Farming war dabei. Ah ja, klar, Korn. Und Mayonnaise, 4 Stück für 600. Geile Sache, oder? Jeden Tag jetzt. Okay.